herzlich willkommen in Riesa. Ich bin das Stadtmaskottchen der Stadt Riesa, der Riesa Riese. Hier vorne, das ist meine Wohnung, der Riesenhügel. Basiert auf einer Sage, wonach ich eben hier vorbeigelatscht bin und hier gerastet habe. Habe mich hingesetzt, hat es in den Stiefeln gedrückt und gezwackt. Habe ich nachgeschaut, was das ist. Habe allerhand Sandsteine und Kies in den Stiefeln vorgefunden. Und das habe ich ausgeschüttet. Und so entstand hier ein großer Hügel, hochwassersicher vor den Fluten der Elbe, die sich ungefähr 30 Meter weiter unten befindet. Und auf diesem Hügel, hochwassersicher, konnte dann die Stadt gegründet werden. In Anlehnung an die Sage wurde dann 1999 der Riesenhügel errichtet mit zwei Gastronomien, eine Gasthausbrauerei und ein südamerikanisch-mexikanisches Restaurant Panama Joe. Ja, Sie gehen anschließend, nach der Führung fahren Sie mit dem Bus zur Teigwaren, zur Nudelbude. Auf der Rückseite ist die amtierende Nudelkönigin. Wird jedes Jahr neu gewählt. Meistens darf ich sie krönen. Ja. Und das Schöne bei der ist, die habe ich auch selber ausgesucht. Also da ist. Ja. So, hier hinter uns ist eine Skulptur von Professor Jürg Immendorf. Ursprünglich sollte hier ein großer Riese hin, der seinen Stiefel ausschüttet. Da hat man aber gesagt, er ist halt nicht weltweit bekannt. Wenn man Rieser weltweit bekannt machen will, dann reicht ein Riese nicht. Den kennt man ja nur im Umland. Ne? Selbst Sie haben mich teilweise mit meinem Vetter dritten Grades mit dem Rübezahl verwechselt. Ne? Da geht es dann schon los. Ne? Ja, der sollte hier seinen Stiefel ausschütten. Einer der Steine soll dann da zur Sonnenuhr umstrukturiert werden. Und über viele Stationen ist dann aus dem Riesen dann diese Wintereiche geworden. Die hat Caspar David Friedrich mal gemalt. Hier können Sie sehen, wie groß die Erde ist. Die ist noch nicht mal so groß wie ein 5-Cent-Stück. Da denken alle, wir haben Probleme. So klein sind wir im Weltall. Sie sind hier mit dem Zug hierher gekommen, sind da ausgestiegen, haben sich hier orientiert und sind dann da über die Brücke gegangen. Ja, wir sind jetzt da, wo der runde Kreis ist. Und bis dahin müssen wir noch. Wir haben also fast die Hälfte geschafft. Es geht aber immer nur geradeaus. Ganz Riesa kann ich Ihnen gar nicht zeigen. Wo Sie später hinwollen, das ist hier hinten. Da ist das Nudelmuseum. Da ist das Nudelcenter mit dem Nudelmuseum. Mit dem Bus. Sie fahren dann hier von der Goethestraße, das ist die Straße hier oben rüber, fahren Sie dann bis hier vorne irgendwo hin und dann gehen Sie noch ein paar Meter. So, wir sehen, Riesa ist also sehr lang, weil die Elbe uns hier den Weg versperrt, um ein vernünftiges Stadtzentrum zu bilden. Und es sieht alles so klein aus, aber wie gesagt, wir sind ja jetzt erst hier, wo der Kreis ist.
Rieser. Unser ja. Oberbürgermeister, Sie sehen, der überprüft, ob ich das auch alles richtig mache. Macht ihr das gut? Ja. Mit der Marsch auf jeden Fall. Der Schnaps muss ja für mich reichen, nicht für Sie. Wir gehen dann anschließend noch in die Teigwaren. Und ja, wir sind eine junge, dynamische Aufwachsende. Informationen. Das sind normalerweise drei Damen, die da beschäftigt sind, aber durch den Mindestlohn muss man sich überlegen, Bodenschätze haben wir ja nicht, also kann man nur an Stunden kürzen. Ne? Deswegen ist auch heute beschlossen. Ja. Die Einkaufsstraße müssen Sie sich vorstellen wie die Keule hier oder wie ein großer Schinken. Hier ist ordentlich was los. Und je mehr wir zum Rathaus kommen, desto dünner wird die Geschichte. Das werden Sie gleich auch an den Gebäuden merken. Wir kämpfen seit langem für die Belebung der Innenstadt. Werbegemeinschaft Innenstadt Riesa, lässt sich mal was einfallen. Haben wir hier mal Kübel hier, hat jemand spendiert mit Blumen. Am nächsten Tag waren die Blumen hier alle verstreut. Da sagt er euch nochmal Blumen schenken, überlege ich mir. Ist es ja zu finden, damit Sie wissen, wer Sie geführt hat. Ja? Schön. Ich habe ja hier um den Hals einen Zaubertrank, den Riesa Labim. Und sobald die Zauberkraft nachlässt, dann wachse ich wieder. Ja. Ja. Und das geht, da kriege ich immer nur um Mitternacht das Fläschchen. Und da ist auch immer nur ein Schluck drin und dann werde ich klein. Weil die meisten Kinder sagen dann, hey, mach mal rückwärts. Ne? Ja. Da sage ich, dann musst du bis heute Nacht warten und dann komme ich bei dir vorbei. Und bis in der Nacht haben sie es dann vergessen. Ja. Das ist der Endpunkt Ihrer gewünschten Führung. Sie haben ja gesehen, wir sind nur ganz wenig von Riesa abgelaufen. Vom Sport konnte ich Ihnen nichts zeigen, von der Kultur, von der Arena nichts, von der Industriegeschichte, vom Stahlwerk, vom Reifenwerk, von der Seife. Ne? Seife wird immer noch produziert. Hauptabnehmer ist Frankreich, das Land der Parfümeure. Da geht die meiste Seife von uns hin. Wir sind jetzt hier am Rathausplatz angekommen. 1119 gab es eine Urkunde, wo dieses Kloster erstmals erwähnt wurde. Und 1623 bekamen wir Stadtrecht unter Christoph von Felgenhauer. Das Kloster selber wurde bereits 1540 aufgelöst, weil wir hier alle evangelisch geworden sind. Bis später der Kurfürst sagte, hier August der Starke, um polnischer König zu werden, musste er wieder katholisch werden. Also ist einer aus Sachsen wieder katholisch geworden, damit er dort die Königswürde kriegen konnte. Wir blieben jedenfalls zum größten Teil evangelisch, haben natürlich auch Katholiken, aber das Kloster war in seiner Funktion eben nicht mehr funktional und wurde dann verkauft, als Rittergut umgebaut. So dass es dann nach über 17 Besitzern letztendlich dann von der Stadt erworben wurde und heute der Sitz unseres Rathauses ist. Hinter dem Rathaus haben wir einen Klostertierpark mit ungefähr 260 Tieren. Früher hatten wir auch hier Wölfe. Ne? Ich meine, heute kommen sie von alleine angelaufen. Ja. Und ja. Und unsere Wölfe waren besonders zahm und immer wenn man für einen DEFA-Film einen Wolf brauchte, dann wurden die in Riesa ausgeliehen. Also die sind zumindest dort schon mal verewigt. Ansonsten, was erwartet man von einem Rathausplatz? Dass natürlich hier der Wochenmarkt stattfindet, zweimal die Woche. Und dass hier das Stadtfest immer beginnt. Und meistens beginnt es hier mit einem Zunftbaum singen. Hier hinter Ihnen ist der Zunftbaum. Wenn früher der Geselle kam, der weder schreiben noch lesen konnte, der ging hin und schaute, ist sein Zunftzeichen hier und hat sich dann durchgefragt. Ne, gibt es hier zum Beispiel Maurer oder Optiker? Ne, und dort eben auf der Walz zu gehen. So, dann habe ich hier nochmal was mitgebracht. Das hier, damit Sie noch ein bisschen was mitnehmen können. Ja, gedanklich, nicht für in die Hand zu drücken. Und zwar ist das hier, das soll ab. Das ist jetzt das Problem. Ne? Wichtig ist, dass man
konzentriert arbeitet. Und dann braucht man immer noch einen Assistenten. Da Sie ja schon assistiert haben, dürfen Sie ja einmal drauf pusten. Pusten Sie mal drauf. Dann ist es auseinander. Sehen Sie? Okay. Wunderbar. Also für die meisten Dinge gibt es eine Lösung. Ne? Und man muss eben nur jemanden fragen, der weiß, wie es geht. Ja. So. Sehr schön. Und wenn Sie gleich in die Nudelfabrik kommen, da finden Sie meinen Halbbruder. Wir haben die gleiche Mutter, aber unterschiedliche Väter. Der ist auch ein bisschen breiter in den Hüften. Das werden Sie da direkt erkennen. Der ist also dort überall zu finden. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Thank you.